So, willkommen zurück zu Chef. Ein Spiel, in dem wir ein Restaurant leiten, beziehungsweise eine Küche mit angrenzenden Gästeraum. Ich selber bin einer der Köche hier. Wobei kann ich ja mal hier kurz Stuff zeigen. Also, ich bin ganz oben, 10-Sterne-Koch. Keine Ahnung, ist das gut? Hab noch sechs andere Köche unter mir und 16 Kellner oder Ober. Das Restaurant oder diese Weinstube hier hat 62 Sitzplätze und ist aktuell auf vegetarische Kost ausgelegt. Mal ganz kurz, ob wir vielleicht wieder irgendwas anpassen. Das haben wir. Cheese Omelette haben wir auch. Gazpacho, genau. Gazpacho, endlich mal. 5,66. Die bessere Variante. 5,66, dann machen wir erstmal auf 5,31. Gut. Appetitanreger haben wir jetzt schon alle drei auf der Stufe, die wir wollen. Piorino-Dingsbums müsste, glaube ich, auch schon diese Stufe sein. Ja. Gut, Salate. Gucken wir mal. Caesar Salad haben wir auf jeden Fall. Gartensalat. Gartensalat. Hier ist kein Sternchen, deshalb haben wir schon den verbesserten. Creamy Potato Salad. Okay, hier gibt es einen besseren. 573. Ja, Stern dran. Schmeckt besser. 573. Oh, der wird sogar billiger. Und mein eigener Salat. Ja. Das ist ja mein Rezept. Müssten wir auch irgendwann mal verbessern. So, Suppen. Ich will immer noch die Pilzsuppe verbessern. Aber irgendeine Zutat habe ich wohl vergessen zu kaufen. Deshalb lassen wir das mal bei den Suppen. Beilagen. Roast Potatoes. Da habe ich ja gar nicht viel. Pio Dingsbums. MNOP ist nicht auf der Karte. SP Dingsbums. Gott, oh Gott. SP. Hier ist kein Stern, also ist das schon die verbesserte Variante. Desserts gibt's jede Menge bei uns. Kanonis. Die allseits beliebten Kanoni-Rollen haben wir noch nicht in besser. Mango, irgendwas. Mooncakes, nein. Pinmasarava. Bienenwasser, hat keinen Stern, also ist das besser. Banana Bread mit Honey, das ist das auch schon besser. Bienen gibt es hier nicht. Muss also schon was Besseres sein. Gut. Dann hauen wir mal das Tempo hoch.
gucken kurz die letzten Reviews an. 42, wow. I took a while to order. We waited long before. Okay, jetzt müssen sie schon zu lange warten, um zu bezahlen. Wollt ihr mich verarschen? Komm. Wir machen Gewinn. Am letzten Tag 1600. Das sollte doch jetzt mehr drin sein. Wobei wir eigentlich mit den Preisen runtergegangen sind. Bei den Sachen, die wir verbessert hatten. Ich könnte natürlich wirklich krass Preisschraube nach oben drehen. Also mit den Preisen bin ich echt super human. Entschuldigung. So. Meine lieben Köche. Die Kellner hier an der Tür, die sind echt zu viele. Ich will jetzt hier niemanden entlassen und Position bei uns ändern ist eigentlich auch nicht nötig. Oh Gott, 34 Reviews, 2% wieder und mittlerweile 50% auf exzellent. Also im Moment steht's wieder super. Auf exzellent gedreht. Industrie, alte Stadt, alte Stadt. Nichts Neues. Medium Hall, Medium Hall. Large. Mittlere Küche. War das eigentlich eine große Küche oder eine mittlere? Ah, oh, Mist. Ich habe nicht aufgepasst. So, immer rein. Ach so, wir sind schon am frühen Abend. Oh Gott, die drehen alle um. Wir brauchen echt einen größeren Speisesaal. Ich müsste hier noch den Parkplatz oder hier ein Stück Wiese kaufen können, um das zu erweitern. Uiuiui. Mann, warum werde ich so müde? Das muss echt der Winter sein. Ich sollte den ganzen Winter über schlafen. Oh, Winterschlaf muss irgendwie was Tolles sein. Sich mal wirklich hinlegen. Ein, zwei Monate durchschlafen. Oh.
Es muss ja herrlich sein. Dann wacht man irgendwann auf, 5 Kilo leichter, weil der Körper ja trotzdem Energie gebraucht hatte beim Schlaf. Das ist ja die beste Diät überhaupt, so Winterschlaf halten. Dass einige Tiere können, wieso wir nicht? Auf Arbeit beim Chef Bescheid sagen hier, so, wenn der Winter vorbei ist, komme ich wieder. Gucken wir mal, was waren die letzten Einkünfte? Die Gott, oh Gott, sehr viele Sachen unter 20 Euro. Mist. Mist, Mist, Mist. Das könnte wieder ein Minus geben. Aber zumindest der Gewinn geht wieder ein bisschen zurück. Bei jetzt 22.000. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Nee. 1500 Gewinn gemacht. Gut. Also, nächste Sache. Fische. Fische werden geskillt. Ingredienzien. So, jetzt wollen wir mal die restlichen. Oh, immer noch nicht alles. So. Zack. Tempo achtfach. Tü. Auf 14.000 Euro auf der Kante. Ich frage mich gerade, die Miete, die wir zahlen, zahlen wir die wöchentlich oder immer einmal im Monat und hatten deshalb. Deshalb mal die Verluste drin gehabt. Reviews 6% und nur noch 40 auf Exzellent. Gut, die Waage ist wieder nach unten gegangen. Nicht mehr so schön im Gleichgewicht. Hier ist ein freier Platz. Okay, danke. Hier ist auch noch ein freier Tisch. Da sitzen nur zwei dran. Ah, Platz versch. Wurde der Tisch nicht gerade bezogen? Hier ist ein Zweiertisch noch. Ach so, okay, auch schon. Hier ist noch ein Zweiertisch. Leute, seht zu, schneller Gäste reinzubekommen. Hier, zwei Vierertische. Aha. Die gehen auch wieder nur zu zweit ran. Okay, mehr Gäste stehen nicht draußen. Oder potenzielle Kundschaft. Mist. Und letzten Bestellungen. 28, 34, 28. Wollt ihr mich verarschen? 7. 7. Okay, der hat nur einen Schnaps getrunken. Leute. Nicht immer nur Alkohol. Esst was.
besten irgendwas, was super schnell geht. Und dann am besten gleich 3 Portionen. Ich glaube, die Musik macht mich einfach so schläfrig. Immer noch 50% auf sehr gut. 6%. Reviews. Okay, also Preis ist jetzt aktuell wieder super. Das Essen ist immer noch ein bisschen schlechter wie der Service. Naja, gut. Tische, jawohl. Was? Abendgeschäft kann losgehen. Ja, ein paar Zweiertische. Eieiei. 19.000. Okay, die ersten Gäste gehen raus. Da schauen wir mal, was haben die denn abends an Geld gelassen? 50, 30, 20. 15. Na gut. Solange wie das weiterhin für einen kleinen Gewinn reicht, ist ja alles in Ordnung. Ach, wenn ich die echt alle bedienen könnte. Eieiei. Ah, die Optik gefällt mir echt. Wenn ich das hier ähnlich einrichten kann in so einer Großraum-Fresshalle. Das wäre schon schick. So, 23 Uhr, wir haben ja, knapp 23.000. Es sind noch viele Leute, die bezahlen können. Können da. Industriedistrikt, alte Stadt, alte Stadt. Okay, wir haben nur 960 Euro Gewinn gemacht. So, ich mach mal kurz Pause. Wir haben 15.000. Die Tische kosten 'ne Farbe. Antike Tische, genau. Kosten 200. Die 100 an sich. Fünf Tische wären 1000. Fünf Tische wären 20 Plätze.
200 Plätze wären demzufolge 10.000. Reinweg nur für vierer Tische. Oha. Und da habe ich noch keine Deko. Plus die Küchengeräte, die auch nicht gerade billig sind. Wir haben jetzt 62. Ich noch mal 10.000 für nur Tische ausgeben könnte. Mist. Ach nee, Quatsch. Pause. Ich wollte doch erstmal die Folge beenden. In der nächsten Folge machen wir dann hier wieder unsere Punkte, Zutatenpunkte und was sonst noch so los ist. Reviews kann ich mal kurz ein- und ausblenden. Da ist das zumindest schon mal weg. So. Ich verabschiede mich hier aber. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal. Ich bin echt viel zu müde. Bye bye.